Der baden-württembergische Landesverband der Wald- und Naturkindergärten wurde im Jahr 2000 gegründet. Die damaligen Leitziele des Verbandes, wie die Imagepflege und Verbreitung des Konzepts der Wald- und Naturkindergärten, die Bildung einer Interessenvertretung gegenüber Staat und anderen Körperschaften sowie die Schaffung einer Qualitätssicherung innerhalb der eigenen Strukturen sind heute grundsätzlich erreicht und etabliert. Die Einrichtungen arbeiten ressourcenschonend und nachhaltig. Vor diesem Hintergrund möchten wir nun einen Schritt weitergehen. Der Waldkindergarten Tauberbischofsheim gilt als Musterkindergarten für den Landesverband Baden-Württemberg. Er ist somit zertifiziert plastikfrei, vom Bauwagen über Ausstattung bis hin zum Spielmaterial. Auch die Eltern befinden sich im Umstellungsprozess und testen verschiedene plastikfreie Kleidungsstücke mit den Kindern. Mancher Buddelhose sieht man gar nicht an, dass sie ganz ohne Plastik auskommt. Wir begleiten als Landesverband der Wald- und Naturkindergärten Baden-Württemberg seit einem Jahr unsere Einrichtungen auf ihrem Weg zum plastikfreien Kindergarten. Es gibt spezielle Vorgaben zum Zertifizierungsprozess. Es müssen also Elternabende zu dem Thema abgehalten werden. Die Kinder sollen in geeigneter Form sensibilisiert werden. Man versucht, sie in lebenspraktische Tätigkeiten einzubinden. Das alles wird dann dokumentiert. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man innerhalb eines Jahres ein Gütesiegel von unserem Landesverband bekommt. Das Erzieherteam muss natürlich mit im Boot sein. Ohne die Erzieher geht das überhaupt gar nicht. Also das ist der Kern der ganzen Kindergartenzeit, natürlich für Kinder und Eltern Ansprechpartner Nummer eins. Das heißt, hier sind die Fortbildungen wichtig, die ja der Landesverband auch anbietet. Hier ist natürlich auch wichtig, dass der Träger sie da unterstützt. Und das da ist Wiesensalbei, schau. Kannst du auch essen? Das kann man schöne Tee damit machen. Wie heißt es nochmal? Salbei. Wer den Salbei in der Suppe kriegt, der ist ein Glückskind. Ja. Zum ersten Mal so richtig informiert habe ich mich an einem Abend, wo wir das Ganze in einer Kindergartensitzung hatten. Habe mir dann diverse Videos dazu angeschaut. Da war zum Beispiel ein Forscherteam, die haben eine ganz normale Plastikschüssel gehabt, in der man Teig anrührt, haben den Teig dann da drin angerührt mit einem elektrischen Rührer, haben den Teig dann untersucht und da war dann Mikroplastik drin. In dem Fall war es eben Plastikmelamin und ab 70 Grad verwandelt sich das zu Formaldehyd und Formaldehyd ist krebserregend und das passiert dann eben, wenn man den Teig im Ofen backt. Und das war für mich dann so der ausschlaggebende Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will nimmer, dass Lebensmittel mit Plastik in Berührung kommen. Das daheim dann zu ändern, ist ganz schwer, weil man ja so viel hat, was aus Plastik ist. Deswegen haben wir dann zum Beispiel Plastikschneidbretter aussortiert und haben die dann tatsächlich auch weggeschmissen. Ja. Doch im Wald finden die Kinder nicht nur gesunde Kräuter. Was schreit ihr denn so? Müll! Euer Wald! Unter Laub versteckt liegt ein Haufen Plastikmüll. Achtung! Ihr müsst bitte aufpassen. Erst vor ungefähr 70 Jahren begann die Massenproduktion von Plastik. Heute sind vollsynthetische Kunststoffe aus allen Bereichen unseres Lebens kaum noch wegzudenken. Über 9 Milliarden Tonnen des formbaren Wundermaterials wurden seither produziert. Nur 9% davon wurden recycelt. Die Folgen des Massenplastikkonsums sind verheerend. Wir finden auch mit unseren Kindern immer mal wieder Plastik im Wald. Und dann ist die Frage, wie kommt das dahin? Und warum ist das jetzt da? Und was macht das mit unserer Mitwelt? Was macht das mit den Vögeln, die das vielleicht in ihr Nest verschleppen? Und das Nest hat jetzt keine richtige Drainage mehr. Was macht es in den Mägen auch von einigen Tieren, die es für etwas Essbares halten? Das heißt, Plastik ist eigentlich allgegenwärtig. Und es ist etwas, das wir, wenn wir mitweltbewusst und affin denken, eigentlich nicht leben können. Wir müssen weg davon.
79% des Plastiks verrotten auf Müllhalden, reichern sich im Boden und der Mitwelt an und gelangen in unsere Nahrungs- und Blutkreisläufe. Über 400 Jahre benötigen Kunststoffe, um zu zerfallen. Bis zum Jahr 2050 wird es mehr Mikroplastikteilchen in unseren Ozeanen geben als Fische. Das Gleichgewicht unseres Planeten steht auf dem Spiel. Wir sind so mit offenen Augen durch den Wald gelaufen. Also wenn wir irgendwo am Rand Plastik gesehen haben oder irgendwelchen Müll, den haben wir auch aufgesammelt. Und das finde ich was ganz Wichtiges, weil viele Leute würden einfach vorbeigehen und würden das gar nicht bemerken, dass da überhaupt was liegt, weil es für sie quasi normal ist, dass Plastik irgendwo rumliegt. Und von daher finde ich, das ist auch wirklich eine prägende Sache, dass wir das von klein auf gemacht haben, dass wir dann das Plastik, obwohl man es nicht selbst weggeschmissen hat, trotzdem dann aufhebt und mitnimmt. Regenjacken, Gummistiefel, Kochgeschirr aus Plastik, aber auch PVC-Böden, Spielzeug und Verpackungsmaterial. Auch durch Hautkontakt und Ausdünstung nehmen wir Schadstoffe auf, die uns krank machen. Nehmen wir zum Beispiel Bisphenol A. Ein Weichmacher, der in vielen Alltagsgegenständen wie Mobiltelefonen, Kassenbons und Milchtüten zu finden ist. Im menschlichen Körper zeigt er hormonartige Wirkungen und ist bereits in sehr geringer Konzentration in der Lage, die Gesundheit von Menschen und Tieren zu beeinträchtigen. Wie sieht das aus? Wie ein Blatt. Wie ein Blatt? Wie eine Rinde vielleicht auch. Und was ist mit den Tieren, die vorbeikommen? Die essen das. Und die essen das und dann werden die krank oder sterben. Würdet ihr Kinder sowas machen? Nein! Wir sollen nie wieder in den Wald kommen. Und sie sollen weniger Plastik benutzen als Metall und so. Und die sollen das mit nach Hause nehmen. Es ist sehr spannend, das Thema Plastik mit den Kindern zu thematisieren. Die steigen sofort drauf ein, wissen natürlich sofort, um was es geht. Sie wollen gerne was tun für ihre Zukunft, für ihre Umwelt, für ihren Wald. Sie tragen das in die Elternhäuser. Eltern berichten immer wieder über tolle Einwände der Kinder, sei es beim Einkaufen, beim Besuch von Bekannten, wo ihnen Plastik auffällt. Und man weiß, diese Kinder, die damit schon in Kontakt kamen, die werden in ihrer Zukunft, auch wenn sie größer sind, weitergehen und andere mitnehmen, mitinformieren, um für sich eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Ein weiterer großer Verursacher von Mikroplastiken findet sich in jedem Haushalt. Mit jeder Waschmaschinenladung gelangen Millionen feinster Synthetikfasern in den Wasserkreislauf, die von keiner aktuellen Kläranlage gefiltert werden können. Eine Fließjacke verliert bei jeder Wäsche ungefähr 1 Million Mikroplastikteile, die zu einem großen Teil in die Weltmeere abfließen. Hier im Kindergarten brauchen wir einigermaßen robuste Klamotten. Und viele der Outdoor-Klamotten basieren halt auf Plastik. Und da muss man so ein bisschen, sag mal, back to the roots gehen und so die Outdoor-Klamotten von früher wieder nutzen, wie eine Wachsjacke oder Wolle. Wolle ist ein super Outdoor-Stoff. Da wir nun wissen, welche Folgeschäden durch Kleidung und andere Produkte aus Plastik für unsere Gesundheit und Umwelt entstehen, müssen wir das Plastik nun konsequent und fachgerecht entsorgen. Argumente, die eine bessere Ökobilanz eines Produktes bei längerer Nutzung betonen, gelten hier nicht, da das Verbleiben des Produkts in seinem Zyklus weiterhin Schäden an Mensch und Mitwelt verursacht. Das zum Symbol gewordene Bild eines in der Natur spielenden Kindes, eingehüllt in Markenkleidung aus Plastik, muss endlich hinterfragt werden und aus unseren Köpfen verschwinden. Plastikfrei muss nicht teuer sein. Viele Dinge können selbst hergestellt werden. Gute Qualität zahlt sich auch langfristig aus. So können Gebrauchsgegenstände und Kleidung mehrfach verwendet werden und durch alternative Konsumansätze wie Leihen oder Tauschen durch viele Hände gehen. Hallo. Wir sind bei der Suppe. Schnipp, schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Wir machen schön schnipp, schnapp. Ja, schön schnipp, schnapp. Der lebenspraktische Ansatz geht davon aus, dass die Kinder jeden Tag, den sie im Kindergarten verbringen, einen Teil ihrer Zeit
nicht für sich selbst verbringen, für das, was sie gerne tun, sondern für das Gemeinwohl, für die Gruppe. Dass die Kinder tätig sind, dass die Kinder Wissen über Handwerk erlernen, dass die Kinder Wissen über die Natur erlernen, über die Kräuter, die sie sammeln können, je nach Jahreszeit, in der Essenszubereitung auch geschult werden und dass sie letztendlich auch Ansprüche entwickeln, was den Geschmack entwickelt. Und letztlich führt das dazu, dass wir mehr vor Ort herstellen. Wir konsumieren weniger, wir kaufen weniger im Laden ein und natürlich entfällt dann auch die Verpackung. Und natürlich entfällt dann auch der lange Transportweg. Und natürlich hat alles, was wir im Kindergarten selbst herstellen, eine gute Ökobilanz. Und manchmal ist weniger einfach mehr. Hinterfragen wir unser Konsumverhalten. Brauche ich das jetzt wirklich? Gibt es vielleicht Produktalternativen, die eine bessere Ökobilanz aufweisen? Auch regionales Konsumieren bewirkt viel Positives. Reifenabrieb. Vor allem durch den Gütertransport ist eine Hauptquelle der Belastung mit Mikroplastik. Wenn wir einkaufen gehen, vermeiden wir Süßigkeiten, die zusätzlich eingepackt sind. Und das ist für die Kinder auch in Ordnung, weil sie dieses Bewusstsein schon kennen und gelebt haben, auch durch den Kindergarten. Was wir zu Hause auch umsetzen, ist, dass wir biologisch abbaubares Spülmittel benutzen und soweit möglich auch unser Spülmittel selbst herstellen. Aus Rostkastanien, das geht ganz einfach. Ich denke, wenn man jetzt viele Leute mal fragen würde, ob man Brennnesseln überhaupt essen kann, dann würden die meisten sagen, Brennnesseln, das kann man doch nicht essen. Aber wenn man wirklich im Waldkindergarten war und wenn man sich auch mit der Natur auskennt, dann weiß man, dass man auch daraus Essen kochen kann und dass es nicht immer nur so hochindustrielle Sachen sein müssen, die man dann einkauft. Man kann auch aus den einfachsten Sachen schon gute Dinge herstellen. Geschenke und andere Dinge des Kindergartenalltags basteln die Kinder gerne selbst. Das ist lebenspraktisch und schafft ein emotionales Verhältnis zum Werkstück. Jeder kleine Erfolg macht die Kinder bewusster für die Mitwelt und bringt Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten. Zudem braucht nichts gekauft werden. Hier haben wir erstmal super lecker selbstgebackene Plätzchen. Und da brauchen wir jetzt keine Frischhaltefolie oder irgendwas. Da haben wir selbstgemachte Wachstücher. Da braucht man eigentlich nur Stoffreste, die werden umzickelt. Und dann braucht man Bienenwachs. Und dann wird das eingepinselt und zwischen Backpapier, schön mit dem Bügeleisen, bringt das dann da ein. Und dann hat man was, was man ganz, ganz lange benutzen kann. Ich wickel also jetzt dieses Plätzchen ein. Und jetzt geht meine Körperwärme an das Wachstuch und dann halte ich das vielleicht so mal innig ein paar Sekunden und dann hebt das. Dann habe ich das verpackt, kann das in den Kühlschrank tun oder sonst wohin und es trocknet nicht aus. Und es ist schon wieder eine Möglichkeit, Plastik zu vermeiden. Eine wunderbare Sache, auch ein schönes, selbstgemachtes Geschenk. Wir machen jetzt Ofenanzünder. Machen wir keinen ganz großen? Nee, wir machen kleine einzelne. Die kann man dann nämlich schön portionieren und sich immer ein Stück abmachen. Man braucht Eierkartons, dann braucht man Sägespäne und man braucht natürlich Wachs. Wachsreste kriegt man auch immer wieder. Sowas kann man natürlich mit den Kindern machen, aber das Einfüllen machen dann natürlich klar die Erwachsene, weil das schon gefährlich ist, weil es heiß ist. Anregungen zum Selbermachen und Tipps zur Plastikvermeidung findet man auch im Internet. Eine gute Vernetzung von Eltern und Mitarbeitern fördert gemeinsames Wissen und lässt eine Kultur des Teilens aufleben. Genau wie die Ofenanzünder werden auch Sitzkissen aus Filz im Kindergarten hergestellt. Das Trinkwasser aus dem Edelstahlbehälter, das Vespa aus der Metallbox. Hier sehen wir Beispiele für hygienische und langlebige Alternativen zu häufig angetroffenen Plastikprodukten. Eine ganz normale Keksdose oder eine Sprudelflasche aus Glas tun es aber auch.
leider. Also ein ganz einfacher und schnell zu umsetzender Weg ist, dass die Kinder bei uns im Vesper keine verpackten Utensilien mit dabei haben. Kein Müsli-Riegel, wo 20 Kinder jeden Tag den Schnipsel zick in den Wald schmeißen. Da kommt nämlich eine Menge zusammen. Und da lernen die Kinder einfach schon, was nehme ich mit in die Natur und was nicht. Bei der Rucksäcke ist dasselbe Thema, dass man einen Lederrucksack nimmt. Anstatt einen Plastikrucksack. Plastikrucksack, der wird auch immer gewaschen, da setzen sich auch wieder Partikel frei. Das ist Handarbeit, ja. Da ist die Wertschätzung da gegenüber von so einem Rucksack. Und das ist ökologisch sinnvoll. Für mich gehört eben auch die Achtung des Kindes vor den Dingen des Alltags, mit denen das Kind zu tun hat, dazu. Dies wertzuschätzen und auch zu pflegen. Und deshalb ist bei Einrichtungen, die nach dem lebenspraktischen Ansatz arbeiten, ein wichtiger Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit die Bestandspflege. Das heißt also nicht Ex und Hop, wenn etwas mal defekt ist und repariert werden muss. Das heißt, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich etwas reparieren und wie kann ich es so pflegen, dass es lange, lange hält. Was habt ihr denn heute gemacht? Suppe. Und die Suppe war gut? Ja. Und was war jetzt anders? Die Sachen waren nicht verpackt. Ja, was? Habt ihr dann heute keinen Müll gemacht oder was? Nein. Wir machen doch nie Müll. Ja, wie findet ihr das denn? Gut. Ja, und sagt mal, hat es euch denn Spaß gemacht? Gerade in diesen jungen Jahren, wenn man da Grundsteine legt, dann muss schon viel dazu kommen, dass sie das nicht weitertragen. Sie werden sich immer wieder an ihre Zeit erinnern, an die drei prägenden Jahre im Wald. Und der Wald wird ein Stück Heimat für sie. Und das wird er auch sein, wenn sie erwachsen sind. Es geht darum, die Zukunft zu erhalten und lebenswert zu machen. Und da reicht es ja nicht nur, auf Plastik zu verzichten. Auch wenn die globale Katastrophe, der Kollaps des Ökosystems kaum noch zu verhindern sind, können wir jetzt den Grundstein für einen Wandel im Bewusstsein legen. Doch am Ende wird es auf das Handeln der nächsten Generation ankommen. Die Kinder müssen die Welt retten. Schon jetzt multiplizieren Kinder ihr im Waldkindergarten gewonnenes Werteverständnis, indem sie Impulse innerhalb der eigenen Familie an Eltern und Großeltern weitergeben. Ein bisschen tiefer müssen wir noch. Es ist einfach schön, da zu arbeiten mit den Kindern. Man sieht ja, wie rein die sind, die Kinder. Die sind ja vollkommen objektiv, unbefangen. Die sind ja noch nicht lange auf dieser Welt. Die wissen ja auch noch gar nicht, was auf sie zukommt. Und die sehen das alles mit anderen Augen. Und von denen kann man viel lernen, von den anderen Augen. Und jetzt müssen wir schon leise. Und man darf Bienen nicht anpusten, okay? Die gehen es auch an. Die machen nicht lang rum. Wenn sie merken, es ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist, so wollen sie es nicht. Und dann wird es angepackt. Und so müssen wir es als Erwachsene auch tun. Können die Drohnen stechen? Nein. Sind da Drohnen? Vielleicht finden wir schon. Hier sind zumindest Drohneneier. Wer sich auf dem Weg begibt zum plastikfreien Kindergarten, der handelt verantwortungsethisch. Verantwortungsethik heißt tätig werden in der sozialen Wirklichkeit. Und Verantwortungsethik setzt uns auch unter einen gewissen Zeitdruck, weil wir nun mal alternativlos nur diesen einen Heimatplaneten haben. Tobi, da schlüpft eine. Da schlüpft eine? Guck da. Der Hugo hat entdeckt, wie eine geboren wird. Guck mal hier, an der Stelle, da geht bald ein Deckel auf. Da ist schon ein Riss und da gucke ich schon Fühler raus. Vielleicht können wir es erleben, dass er rauskommt. Jetzt, der kommt. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommt er raus. Wo? Da. Jetzt ist der Deckel auf. Jetzt ist er rausgekommen. Und die Bienen gehen gleich hin und bringen dem Essen. Guck. Nicht nur die Idee vom Plastikfrei. Es sind ja auch noch ganz andere Sachen aus dem Ökosystem, was die Kinder lernen. Kausale Zusammenhänge, Naturprozesse, Naturgesetze erfahren, Grenzerfahrungen, die ganz wichtig sind für Kinder, auch für Erwachsene, denke ich. Für Problemlösungen dann später. Und diese Prozesse sind unwahrscheinlich wichtig, um das Große und Ganze zu verstehen.
Was wünschst du dir für die Natur oder für dich? Dass nie wieder so viel Müll in den Wald geworfen wird. Okay. Ich wünsche mir, dass alle erwachsenen Menschen in Zukunft so handeln, dass für die kleinen Menschen die Welt auch noch schön ist. Wenn man in die Augen der Kinder guckt, dann weiß man, dass man eine große Verantwortung trägt. Man muss nämlich kindbewusst handeln. Und dieses kindbewusst Handeln, das heißt, dass ich bei allem, was ich tue, schon im Blick haben muss, was das für die Entwicklungsbedingungen der nachfolgenden Generation bedeutet. Ich wünsche mir, dass wir und die Tiere gut leben können. Aber leider nicht. Du auch. Ich wünsche mir, dass die großen Leute, die die Gesetze machen, endlich solche Gesetze machen, die die Natur schützen. Dabei steht in Artikel 20a des Grundgesetzes etwas Wunderbares. Wir haben nämlich ein wunderbares Grundgesetz. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Ich wünsche mir, dass die Bienen immer für uns Honig machen. Na, jeder hat eigentlich die Pflicht, sich in irgendeiner Art und Weise an der Zukunft zu beteiligen, im positiven Sinn. So, jetzt macht nochmal die Augen zu. Und jetzt sagt jeder nochmal so zu sich, möge der Wunsch in Erfüllung gehen. Sagt's.